Hallo Leute, willkommen bei diesem Planet Zoo Tutorial Video. In diesem Video geht es um das Platzieren von Objekten mit dem Gizmo. Das erweiterte Platzieren sozusagen. Und wenn ihr andere Videos guckt oder auch mal Videos von mir, dann habt ihr das bestimmt schon gesehen. Wenn YouTuber bauen, dann kriegen sie oft so ein mehrfarbiges Kugeldings und platzieren damit in einer Affengeschwindigkeit die Objekte. Es geht auch langsam, ich kann es nur langsam. Und ich zeige euch jetzt mal das Grundprinzip davon. Wir stellen uns mal vor, dass wir ein Gestell bauen für einen Sonnenschutz. So. Na, hier gibt es schon fertige Sachen. Wir nehmen mal ein Objekt im Baumodus. Und zwar Säulen. Da. Hier nehmen wir einfach mal eine afrikanische Säule. Das Grundprinzip geht mit allen Arten von Objekten genauso. Und ich dachte mir aber, das ist ein schönes, einfaches Beispiel. Also die Säule wird hier erstmal ganz normal angeklickt und in die Welt geschoben. Und statt die jetzt zu platzieren, tippen wir X. Und dann kriegt man hier sowas mit drei Pfeilen. Und damit kann man das Objekt in drei Dimensionen bewegen. Also leuchtet relativ ein. Hier kann man rauf und runter schieben. Und hier schiebt man zur Seite. Und hier schiebt man ihn auch zur anderen Seite. Und ja, das kann man im Prinzip auch mit dem normalen Platzieren machen, hat man ja gesehen, einfach hin und her schieben. Aber so kann man es viel präziser verschieben. Ich kann es also sozusagen verschieben und kann das hier noch rumdrehen und gucken, ob es gut platziert ist. Das geht mit dem anderen Baumodus nicht. Und ja, aber wie kann ich sowas zum Beispiel umwerfen? Mit dem normalen Platzierungswerkzeug, mit dem Y, da kommt man die Sachen praktisch drehen, auf der Ebene drehen, aber umwerfen geht nicht. Und dafür gibt es hier von Translation zu Drehen wechseln. Kann man entweder hier drauf klicken oder man tippt auf X. Man kann das mit X hin und her schalten. Das ist ganz praktisch. Wenn man schneller bauen will, dann ist man sozusagen auf das X angewiesen, weil das geht sehr viel schneller. Jetzt haben wir hier drei Kreise, die auch in den drei Dimensionen aufeinander stehen. Und man kann jetzt, wenn man die Kreise anfasst, das Objekt in verschiedenen Richtungen drehen. Also hier fahre ich jetzt mit der Maus auf den roten Kreis, klicke und halte die Maustaste gedrückt und dann kann ich den bewegen. Und zwar kann ich den frei bewegen. So, ich könnte auch, sagen wir, wenn ich gerne was Präzises bauen wollte und aber nicht gut im präzise Arbeiten bin, kann ich sagen, Winkelausrichtung, die kann ich aktivieren. Und das hier ist 45 Grad, das ist das Größte. Das Kleinste ist 15 Grad, dann gibt es noch 30 Grad und 45 Grad eben. Und wenn ich das jetzt aktiviert habe, dann bewege ich es und zack, jetzt springt es auf 45 Grad. Und wenn ich es noch weiter bewege, dann legt es sich ordentlich hin. Und das ist ganz praktisch, wenn man ordentlich arbeiten will und einem das ordentliche Arbeiten nicht in die Wiege gelegt ist. Und hier kann ich es jetzt so drehen. So. Und das kann man immer aus- und anschalten, ganz wie man es gerade braucht. So, dieses hier will ich, ziehe es mal ein bisschen höher. Jetzt habe ich hier wieder umgeschaltet und jetzt muss ich hier mal gucken,
Es gibt jetzt keinen Pfeil, der nach oben zeigt. Manchmal ist es so ein bisschen missverständlich. Man könnte jetzt glauben, der rote zeigt nach oben, aber wenn man es so dreht, sieht man, nein, nein, der rote zeigt nach da. Der blaue zeigt nach unten, also kann ich den auch nutzen, um es nach oben zu schieben. So, jetzt platzieren wir das einfach mal hier hin. So, jetzt habe ich das fertig gemacht und klick auf den Haken und es passiert irgendwie nichts. Es verschwindet auch nicht, es bleibt so. Das ist so, ich kriege jetzt hier sofort eine Kopie davon angeboten. Und zwar, man sieht das nicht, aber es sind jetzt schon zwei. Wenn ich das jetzt hier nehme und schiebe, dann trennt sich das zweite vom ersten. Und dadurch kann man relativ einfach Sachen bauen. Mit dem Haken mache ich wieder Bauen und Kaufen. Und wenn ich das jetzt loswerden will, dann klicke ich auf Abbrechen. Und dann kriege ich kein zusätzliches, sondern bleibe bei diesen hier. Jetzt brauche ich aber ein paar Aufrechte für den Sonnenschutz. Die kann ich auch einfach so hinstellen. Man kann die beiden Baumodi miteinander kombinieren. So. Und jetzt will ich das hier höher schieben. Dazu klicke ich das an. Und dann habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Hier ist das einfache Bewegen mit M und das erweiterte Bewegen drehen mit X. Ich kann auch einfach X tippen. Dann kriege ich wieder hier den Gizmo. Genau, dieses Ding hier heißt nämlich Gizmo. Das ist kein Spitzname von irgendwelchen lustigen Gamern, sondern das heißt offiziell Gizmo. Das ist ein Platzierungswerkzeug von 3D-Designern. Die haben solche Gizmos auch. Also wenn jemand ein Spielentwickler ist, der arbeitet auch ganz viel mit solchen Gizmos. Und wenn jemand ein Designer ist, der irgendwelche Cover von irgendwas macht oder so, wird er wahrscheinlich auch relativ oft mit so einem Gizmo arbeiten. Zumindest wenn das Ganze irgendwie 3D ist. Und bei Planet Zoo haben die uns ein professionelles Werkzeug gegeben, um wie die Profis solche Objekte verschieben zu können. Das finde ich schon ziemlich cool. Beim Landwirtschaftssimulator gibt es das beispielsweise nur, wenn man den Karteneditor benutzt, um Mods und Karten selber zu machen. Dann hat man auch so ein Gizmo, aber das ist sozusagen eher das Profi-Werkzeug. Und hier ist es mitten im Spiel mit drin. Also ich fasse das jetzt an den blauen an und kann das jetzt hier schön hochziehen. Nehmen wir es mal so. Sitzt das gut? Ja, nicht 100%, ist in Ordnung. Ich gehe jetzt auf Bauen, Kaufen. Und es ist jetzt fertig. Und hier kriege ich jetzt kein zweites, weil das hatte ich schon gekauft. Dieses hier, das werfe ich jetzt mal weg. Und jetzt wollen wir hier einfach das eigentlich verdoppeln und nochmal da hinten hinstellen. Dazu gehe ich hier auf Mehrfachauswahl. Und hier gibt es mehrere Optionen. Auswahl aufheben, klicken oder ziehen, um zur Auswahl hinzuzufügen und ziehen, um mehrere Objekte auszuwählen, Steuerung klicken zum Hinzufügen und Entfernen. Das muss immer aufgeklappt sein, wenn man mehrere Sachen markieren will. Ich kann jetzt also entweder hier so drüber ziehen und habe jetzt die drei Objekte markiert. Gut, das mache ich mal wieder weg. Jetzt ist das hier wieder, hat sich zusammengeklappt. Ich muss es also wieder da unten anklicken. Alternativ kann ich auch die Steuerung-Taste halten, anklicken, anklicken, anklicken. Und wenn ich dieses hier nicht haben will, klicke ich nochmal drauf, dann wird es wieder demarkiert. So, jetzt will ich diese drei Objekte, so wie sie zusammengebaut sind, nehmen und kopieren. Dazu nehme ich hier Kopieren, Steuerung D, entweder. Oder kopieren und erweitertes verschieben.
Ich könnte beides nehmen, aber um es präzise zu verschieben, ist das hier jetzt besser. Jetzt habe ich schon meine Kopie, aber ich sehe sie nicht. Und jetzt schaue ich wieder, welches ist denn das Richtige zum Verschieben? In diesem Fall das rote. Und hier schiebt sich das jetzt raus. So. Passt das ungefähr? Ja. Und das Schöne ist, ich bin jetzt sicher, dass sich das ordentlich parallel verschoben hat. Mit dem anderen, da wäre das dann wild an der Maus gehangen und ich hätte es vielleicht sonst wohin geschoben. Und so ist das relativ sicher, dass man ordentlich arbeiten kann. Okay, so will ich es behalten. Bauen, kaufen. Wunderbar. Und jetzt will ich hier noch einen Sonnenschutz reinhängen. Das gibt es, ich glaube, bei Bau und Requisiten. Ist ein afrikanisches Teil. Da gibt es mehrere solche Tücher, Hängetücher und so. Die kann man an Wände hängen. Und es gibt hier den Sonnenschutz eckig. Den hole ich mal raus. Hier liegt er jetzt so auf dem Boden. Und am ordentlichsten und präzisesten geht's, wenn ich jetzt auf die X-Taste drücke. Dann habe ich das hier wieder mit dem Gizmo. Dann kann ich das einfach hier hinschieben. Gucke mal. So. Okay. Und jetzt gucke ich mir das mal genau an. Okay, das geht zu allen Ecken hoch. Das kann man also einfach so nehmen und jetzt hier hochziehen. So. Und kann sich jetzt vorstellen, dass das festgebunden ist an diesen Streben. Bauen, kaufen. Und jetzt will ich nicht noch ein zweites haben. Also mache ich abbrechen. Könnte ich auch mit Escape abbrechen. Und der Sonnenschutz ist fertig. Und die komplizierteren Sachen, mit denen funktioniert das ganz genauso. Ja. Das Prinzip bleibt sozusagen das gleiche. Und was man jetzt auch noch machen kann mit diesem Objekt, damit ich das problemlos an mehreren Stellen kopieren und hinstellen kann, ist, ich markiere wieder alles. So. Und hier gibt es jetzt noch verschiedene Sachen zur Auswahl. Ich könnte es als Bauplan speichern. Das machen wir ein andermal. Und ich kann es aber in eine Gruppe einfügen. Entweder kann man so solche Szenerieobjekte in vorhandene Gruppen einfügen oder überhaupt erst eine Gruppe damit herstellen. Und das mache ich mal so. Und jetzt ist das eine Gruppe. Und wenn ich die jetzt demarkiere und so von weiter weg komme, sag, ha, das Ding gefällt mir, anklicken. Und jetzt habe ich gleich die ganze Gruppe. Und die kann ich mir kopieren. Entweder mit diesem hier, dem normalen Kopieren, das wäre Steuerung D. Oder Steuerung X, um das erweitert zu platzieren. Und jetzt will ich es aber einfach irgendwo anders hinstellen. Dann nehme ich mal dieses hier. Zack, da habe ich es. Und ich stelle es jetzt irgendwo anders hin. So. Ja, und mit diesem Gizmo kann man halt auch noch sehr viel feinere Sachen machen. Ich zeige euch vielleicht einfach noch mal so eine Kleinigkeit für was typisch ist, was man mit dem Gizmo macht. Nehmen wir hierfür mal diese Kletterstangen. Auch für das Bauen von so Kletteranlagen ist der Gizmo sehr nützlich. Weil man dann die Objekte halt so schräg machen kann und zusammen anpassen. Also solche Sachen kann man mithilfe des Gizmos bauen. So, aber das wollen wir jetzt gar nicht machen, sondern ich benutze hier nur mal so eine Stange. Und die will ich jetzt erstmal hinlegen. So. Da bleibe ich hier bei 45 Grad. Okay, da wechseln.
So. Zack, jetzt liegt die brav auf dem Boden. Okay. Gut. Jetzt habe ich sie gekauft und habe schon eine Kopie vorbereitet. Gehe jetzt mal hier wieder zur Translation und schiebe die hier so lang. Okay. Ja, machen wir das ruhig mal so. Bauen, kaufen. So, bauen, kaufen. So, bauen, kaufen. So. Okay, bauen, kaufen. Und jetzt will ich das anders machen. Mal gucken. Hier muss man auch manchmal so ein bisschen rumgucken, welcher Kreis geht in welche Richtung. Und dieser hier dreht jetzt quer. So. So will ich es haben. Und jetzt wechsle ich wieder in die Richtung. Ja, so ungefähr. Also ich will jetzt kein Kunstwerk bauen, nur mal so dieses Grundprinzip, wie man damit irgendwie relativ bequem bauen kann. Bauen, kaufen. Jetzt habe ich hier wieder eine Kopie. Und ziehe ich das hoch. Bauen, kaufen. Okay, abbrechen. Und jetzt markiere ich das alles. Mach das mal zu einer Gruppe. Und jetzt gehe ich hier wieder, entweder mit der X-Taste oder hierhin, und kann das jetzt aufstellen. So, aufstellen ist... Oh, das ist natürlich jetzt wieder borstig. Das ist jetzt schräg. Na, das ist ja toll. So. Jetzt wollte ich einen schönen Zaun bauen. Hier mache ich mal diese Winkelbearbeitung aus. So. Ich habe es so ungünstig platziert. Sonst hätte ich das einfach hochstellen können. So, aber es ist mir jetzt hier trotzdem gelungen, es aufrecht zu stellen. Und jetzt wird es noch aus dem Boden gezogen. Und jetzt habe ich hier wieder so ein Problem. Also, ich habe jetzt keinen nach unten oder oben. Wenn ich das jetzt hier so schiebe, dann wird es so schräg gezogen. Ich krieg's so auch aus dem Boden, aber ich möchte es vielleicht direkt aus dem Boden ziehen. Da kann man dann wechseln. Hier von Relative auf Weltachse wechseln. Und jetzt hat man das so, dass sozusagen die Welt der Bezugspunkt ist. Und ich habe jetzt hier etwas, um es senkrecht rauszuziehen. So, und man kann übrigens auch jederzeit in den normalen Verschiebungsmodus wechseln. Das geht auch. Okay, jetzt habe ich hier einen sehr simplen Zaun gebaut. Okay. Ja, so viel zur Bearbeitung mit dem Gizmo. Okay, in einem weiteren Video geht es dann um den Bau von Objekten in Gitter und mit noch mehr über Gruppen gehen. Gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!